Hey Leute und damit herzlich willkommen zum OOT und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter, aktuell im Wassertempel, im letzten Part erstmal schön den Schattenlink weggefrühstückt, beziehungsweise war der schon ganz schön heftig. So, wir spielen mal Song of Time. Ich bin mir nicht sicher, wie weit wir jetzt hier noch kommen in den Dungeon. Deswegen, wir sacken jetzt noch das ein, was geht. Schlüssel haben wir keine mehr. Ja, müssen wir auf gut Glück einfach ein bisschen hoffen, ne? Eine Skulti können wir uns jetzt hier noch mitnehmen. Ich glaube, eine Schatzkiste kriegt man noch. Aber bald ist es dann auch vorbei. So, ein Herzchen ist jetzt auch erstmal nicht schlecht. Was ist denn jetzt los? So. Und wir versuchen jetzt hier mal so ein bisschen dran vorbei zu eiern. Scheiße. Oh Gott. So, da gibt es erstmal eine Skulli für uns. Bitte lass da was Schönes dran sein. Wir müssen doch einfach mal wieder ein bisschen Glück haben, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Komm schon. Okay, Ocean Skulti. Wundervoll. Okay, hier würde ich jetzt mal ganz kurz den machen und dann wieder runter. So, wie kommen wir denn hier am besten vorbei? So? Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Okay, ich gehe mal ganz kurz hier hoch. Was kriegt man hier? Darf ich dich bitte haben, Fee? Komm wieder raus! Bitte! Ja, dann halt nicht. Dann halt nicht! So, einmal hier hoch. Okay, der Plan ist, Pfeil schießen und rüberziehen. Eigentlich ganz einfach. Bam, 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 bam. So, haben wir doch auch erstmal alles hier, was wir einsacken konnten. Nochmal eine Magie-Potion für Ocarina of Time, die mir gar nichts bringt. Wundervoll. So, hier gibt es noch eine Schatzkiste. Kann ich gerade nicht ausmachen, was es für eine ist. Wir jumpen mal ganz kurz hier runter. Ach, die gibt's doch gar nicht hier. Da muss ich da drinnen wahrscheinlich auftauchen, ne? Zack. So, die Muschel ignoriere ich einfach mal. Und was kriegt man hier Schönes? Ach, das Skulli-Symbol. Nummer 53. Ah. Alles nicht so krass lohnenswert, Leute. Okay, und raus hier. Gut, wären wir hier auch fertig. Wo kommen wir denn jetzt wieder raus? Gibt's hier denn jetzt noch irgendwas Lohnenswertes für uns auf dem Rückweg? Oder war es das eigentlich schon? Prinzipiell haben wir, glaube ich, die Sachen gemacht, die wir machen konnten. Falls wir hier weiterkommen wollen, brauchen wir, glaube ich, erst Zeldas Wiegenlied. Und ein paar Schlüssel. Okay, kann ich das wegschieben? Okay, unter Wasser kann man das auch wegschieben. Wo komme ich denn da raus? Normalerweise schiebt man das hier. Nee, warte mal, ich bin ganz unten. Ja. Okay, warte mal, dann kann ich auch ganz nach unten. Da war ich, glaube ich, auch noch nicht, oder? Ach, hier ist gar nichts. Da hätte ich den Stein eigentlich reinschieben müssen, oder? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ja. Ich glaube, normalerweise schiebt man da den Stein eigentlich rein und kommt nicht hier raus. Das ist ein bisschen merkwürdig jetzt, aber egal. Okay, mehr geht, glaube ich, erstmal nicht, Leute. Wassertempel ist fertig für uns. Haben wir jetzt was Krasses bekommen? Nicht wirklich. Ich denke nicht. Okay, damit ist das auch abgeschlossen. Ja, Leute, ich glaube, wir gehen wieder in Majora's Mask rein, ne? Das, werden wir jetzt nicht mal drum rumkommen. Und werden jetzt mal die Gerudo-Festung starten. Ja. Ba, 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 bam. So, erstmal machen wir uns wieder klein. Wir sehen uns gleich in Majora's Mask wieder. Bis gleich.
So Leute, ich bin schon mal wieder da. Ich habe noch nicht auf Majora's Mask umgeschaltet, weil ich wollte noch mal ganz kurz gucken, was hier in dem Grab drin ist. Und außerdem könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht jetzt auch was triggert, wenn wir Kakariko betreten. Ach, hier war... Okay, hier war eine Feenquelle. Da ist noch eine... Ein Schild ist da noch, okay. Brauchen wir alles nicht. Alles klar. Ich wollte nur mal kurz reingucken. Ja, ansonsten sind wir hier erstmal wieder durch. Was passiert jetzt, wenn wir Kakariko betreten? Weil wir haben ja den Wassertempel abgeschlossen. Möglicherweise triggert das etwas. Aber möglicherweise müssen wir auch von der anderen Seite kommen. Das will ich nochmal ganz kurz prüfen. Ansonsten sehen wir uns dann gleich in Majora's Mask wieder. Ja, und dann Zeit zurückdrehen und auf zur Gerudo-Festung. Was anderes geht, glaube ich, nicht. Da gibt es halt auch einige Schatzkisten, da gibt es die Eier. Ich denke, da kriegt man vielleicht auch was Schönes hin. Theoretisch braucht man ja auch nur den Enterhaken. Passiert jetzt was? Nö. Okay. Wir sehen uns gleich im Majora's Mask wieder. Bis gleich. So Leute, und da sind wir auch schon wieder in Majora's Mask. Ich habe schon mal die Zeit zurückgespult und verlangsamt. Das heißt, wir können direkt loslegen. Ich würde gleich mal damit anfangen und ich gehe, glaube ich, mal kurz in den Busch rein. Und hol mir erstmal ein paar Items, ne, damit wir ein paar Pfeile haben. Vielleicht auch ein bisschen Geld. Wow, ich krieg ja gar nichts. Weder Pfeile noch Geld. Ist ja amazing. Aber nicht Spider-Man. So. Jetzt haben wir Pfeile. Okay. Zumindest ein paar Pfeile. Deku-Sticks wären, glaube ich, auch ganz nice. I don't know. Braucht man die? Fackel anzünden und sowas? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube mal nicht. Ich hoffe mal nicht. So, wir müssen eh dann so als Sora agieren und so. Dementsprechend brauchen wir jetzt am Anfang eh erstmal keine Pfeile. Eigentlich. Okay. Ah, warte mal. Bevor wir loslegen, ich will noch mal ganz kurz bei den Gorman-Brüdern vorbeischauen, was die zu verkaufen haben. Wir haben ja theoretisch genug Zeit. Das Labor war ja auch irgendwo bei der Sora Domain. I guess. Ich denke, das kriegen wir alles hin. So, ich will nur mal ganz kurz gucken, was du zu verkaufen hast. Achso, ein Rennen. Ja, komm, wir machen mal ein Rennen. Wir machen mal ein Rennen. Gibt's da was für? I don't know. Pokémon Arceus. Das sieht doch gut aus, oder? Jawohl! Auch über den großen Zaun drüber und das Rennen haben wir gewonnen. Okay, 48 Sekunden, nice. Keine Ahnung, ob es dafür was gibt. Wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. Ha, ich hab verloren, ihr Lutscher. Ein Schlüssel. Gerudo Trainingsground. Okay, ja, okay. Ja, ist halt aber nicht so wichtig. Ach, normalerweise hätten wir die Maske bekommen. Okay, verstehe. Sorry. Kann man jetzt noch was kaufen? Ne, jetzt nur Race. Man kann das Race, glaube ich, skippen, oder? Kann das sein? Kann man bei dir was kaufen? Ich glaube, da braucht man die Maske dann. Kann man bei ihm kaufen, oder? I'm not sure. Okay. Aber wir haben Schlüssel bekommen. Also, ja, der ist sinnlos, weil wir haben schon abgeschlossen. Alles Wichtige ist weg. Aber ist ja... Ja, egal. Hätte ja auch was Cooles sein können, ne? Okay. Dann auf an den Strand jetzt.
Wir müssen jetzt an den Strand, Mann. Wir müssen da jetzt hin. Ey, da, 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 da. Wir müssen jetzt erstmal... Keine Ahnung. Es ist aktuell so schwer, irgendwas zu finden, wo es weitergeht. Schrecklich. Ganz ehrlich. Ich hoffe wirklich, dass wir da jetzt Glück haben und endlich mal was kriegen. Bim, bim, dim, dim, dim. Okay, komm, let's go. Es muss doch jetzt irgendwas da mal zu holen geben. So, wir gehen direkt in den Sora-Modus. Und jetzt geht's in die Festung. Wir können ja auch zu den Nadelfelsen, aber da fehlt uns ja theoretisch noch der kleine Freund. Das Seepferdchen. So, Magie können wir nicht einsetzen. Ich hoffe, das wird uns nicht zum Verhängnis. Aber ich glaube, man braucht hier keine Magie, oder? Für den Dungeon. Ich hoffe es sehr. So. Schauen wir mal, was wir machen können. Piratenfestung. Es müsste auf jeden Fall instantly erstmal hier unten irgendwo Schatzkisten geben. Guck mal, da unten müssten direkt... Hier müsste es direkt drei Schatzkisten irgendwo geben. Vielleicht haben wir ja schon Glück und da ist irgendwas Geiles drin. Nein, bleib stehen. Okay. Ja, geile 20 Rubine. Fängt doch schon mal toll an. Mann. Ja. Und die werden mit Magie jetzt halt schön leicht. Ja, guck mal. Komm schon. Ja. Damit könnte ich mir ein Item organisieren. Weil ich jetzt tief tauchen kann. Habe ich die hier irgendwo, die Schuppe? Kann ich nicht mal irgendwo markieren? Ach doch, hier. Golden Scale. Okay. Ja. Ja, gut. Könnte was sein. Muss aber nicht. So, und dann haben wir hier noch eine. Das ist ein Schlüssel, ne? Für... Ja. Nummer 7, Gerudo Trainingsground. Okay. Dann hätten wir das schon mal. Wo machen wir das Tor auf? Wo waren das? Müssen wir das über den Schalter machen? Oder kommt man da einfach so rein? Nee, ich glaube, das müssen wir über den Schalter machen. Das heißt, wir müssen jetzt einmal raus. Als Gerudo müssen wir eine Stampfattacke machen, dann als Sora wieder reinspringen und... Dann geht's weiter. I guess this is the plan. Haben wir auch gerade ganz gut abgepasst, tatsächlich. So. Ja, jetzt geht's Tor auf und dann einmal schnell zum Sora werden. Ich glaube, das ist nicht. Das ist, ich glaube, das ist mit Zeitlimit, oder? So, ich hoffe, wir können da drinnen irgendwas reißen. Wir haben jetzt die goldene Schuppe erhalten. Ja, es ist halt. Bringt das jetzt was? Man weiß es nicht. Kann halt sein, dass wir dann im Endeffekt auch nur einen Rubin bekommen oder so, ne? Von dem komischen Typen, wo ich auch gerade gar nicht weiß, wo der ist. Doch, ich weiß, wo er ist. Da, guck mal. Oh, da ist noch so ein Item. Oh, nice. Kann ich das schieben von hier? Okay. Noch ein Special Item. Vielleicht haben wir doch ein bisschen Glück. Vielleicht wollte das Spiel schon die ganze Zeit, dass wir hierher kommen. Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Das Spiel hat ja auch so seine eigene Logik so ein bisschen. Yo, gib her. Mann. Und? Ja!
Ja! Magic Upgrade. Boah, das ist gut. Oh, jetzt gibt es ein paar Sachen, die wir machen können. Jetzt haben wir nämlich auch Feuerpfeile. Boah, jetzt muss ich erstmal überlegen, was wir alles machen können. Ach du Scheiße. Ja, Magie hat uns gefehlt, ne? Magie hat uns schon lange gefehlt. Wie komme ich denn hier weiter? Hä? Hä? What I need to do? Ah, ich muss den Stein in die andere Richtung schieben. Ich glaube ja. Ups. Ja, ich glaube so. Okay. So. Gut, aber jetzt machen wir trotzdem erstmal hier weiter. Immerhin sind wir jetzt einmal hier. Wo ist meine Karte eigentlich? So, da ist eine Tür. Da müssen wir hin, oder? Ich denke ja. Okay, geil. Wir haben die Magie, ey. Kann man die hier auch irgendwo markieren, die Magie? Ne, die habe ich nicht, ne? Die habe ich hier als Marking nicht. Nö, bei Majora's Mask haben wir die nicht. Nein. Okay, Feuerpfeile können wir jetzt machen. Wir können als Corona richtig weit jumpen. Ich glaube, wir haben ein bisschen was, was wir jetzt machen können. Schön. Ich freue mich. So, hier gibt es ja auch noch mal ein paar Items. Guck mal, da geht's schon los. Da gibt es erstmal eine Truhe, aber ich glaube, da ist nichts drin. Bam, bam, bam. Lego-Nüsse, okay. Für Ocarina of Time. Nehmen wir gerne. So, das könnte ein Deku-Stick-Upgrade sein, vielleicht. Womöglich. Das nehmen wir auch gerne. Okay, was können wir machen? Damals mal ein Schalter. Das müsste doch auch als Gerone hier easy durchgehen, oder? Bam. Let's go. Was? What? Boah. Das bringt uns ja noch viel weiter. What? In den Kisten können einfach random Items drin sein. Ein Harz-Container. Ein Harz-Container. Ein Harz-Container, genau. Ist das auf Zeit? Können einfach Sachen drin sein. Haben wir irgendwo was verpasst von den Dingern? Warte mal. Scheiße. Ein Rupor. Okay. Das muss ich mir merken. Da sind überall random Sachen drin. Haben wir irgendwo davon noch welche verpasst? Und noch ein Herzteil. Ja, das sind wahrscheinlich Rubine, die... Rubine, was ist denn mit mir los heute? Die gerandomized sind, ne? So, wir haben jetzt da einen Schalter. Ich glaube, das mache ich als... Mache ich so schnell. Das sollte funktionieren, oder? Jo. So. Ist das ein Deku-Stick-Upgrade? Nee. Das ist ein Deku-Stick. Was? Zur Hölle. Okay. Wenn wir jetzt hier schießen, ne? Geht das Tor unten auf. Okay, dann gleich mal hinterher als Sora. Da haben wir auch noch eine Kiste gehabt. Hast du das gesehen? Oh. Tor geht auch direkt wieder zu. Bam. Okay, ein Herzteil. Ich weiß noch nicht, ob wir dieses Projekt wirklich 100% abschließen können. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Weil hier gibt es wirklich so viele Faktoren und Dinge zu beachten. Dazu kommt ja auch noch zusätzlich, dass ich mich mit Majora's Mask gar nicht so gut auskenne. Wie mit Ocarina of Time zum Beispiel. Okay. Sehr schön. Okay. Dann gehen wir einmal oben lang. Das ist auch schon gleich wieder rum. Ey, das ist unglaublich, wie schnell das immer geht.
Ja, aber ich glaube, die Gerudo-Festung, die werden wir uns erstmal gönnen, oder? Müssen wir halt zweimal diesen Weg latschen, das ist halt ein bisschen blöd. Aber das kriegen wir auch hin. Im Endeffekt müssen wir einmal das alles sammeln. Und dann... Dann passt das schon. Diese komischen Eier, die sollten ja... Ich glaube, die sind nicht gerandomized, oder? Ich glaube nicht. Ach, shit. Okay, ich habe es falsch gemacht. Okay, verstehe. Ich verstehe. Ich habe es falsch gemacht. So, zack. So ist richtig. Ja, okay. Jetzt müssten wir es, glaube ich, auch schon geschafft haben. Oh Gott. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Aha. Okay, wir müssen alle Kisten zerstören. Alle Kisten. Ich glaube, die gibt es aber so... So weit sind die nicht verbreitet, diese Kisten. Die sind, glaube ich, wirklich nur in Majora's Mask. In der Festung hier drin, oder? Ich glaube, ja. Und die Kisten kann man, glaube ich, nicht kaputt machen. Aber die Kisten kann man kaputt machen. Okay, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was uns hier alles erwartet. Sehr. Okay, wir machen eben mal hier den. Da ist der Schalter. Und dann müssen wir jetzt auch rauskommen bei unseren Freunden. So, die haben wir schon kaputt gemacht. Leute, wir haben guten Stuff bekommen. Wir haben mega Stuff bekommen. Magie, wir hätten schon ewig hierher kommen sollen, ganz ehrlich. Magie, die Flasche, wir können jetzt bei den... Wir können zu den Zoras. Wir können einfach direkt zu den Zoras. Und können ja eine neue Höhle erforschen. Wir können Lord Yabu Yabu komplett machen. Also das ist ja auch insane viel Zeug, was wir da bekommen. Boah. Nice. Aber wir machen erstmal hier fertig, würde ich sagen. Soweit es geht zumindest. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Randomizer von Ocarina of Time und Majora's Mask. Tschüssi.